Scheiße. Eben boben baba. Eben boben web. Echt? Ja. Okay, cool. Warte mal. Ich habe einfach nur einen Teil von einem Lied von No Copyright Sounds nachgemacht. Okay. Ich finde unsere Konversation momentan echt geil. Was machst du denn überhaupt? Ich also, du machst immer noch Holzfarm. Das ist voll wichtig und so. Weil ohne Holz nichts los, ne? Ah ne, ohne Moos nichts los. Warum gibt es diesen Spruch? Ich habe keine. Ah, ich glaube, Moos beschränkt sich so auf Geld. Also so eine. Dingensmoments. Ja. Boah, fuck, wir hatten das Thema tausendmal in Deutsch. Diese ganzen Begriffe wie Metapher und Alliteration, ja, ja, und so weiter. Und diese ja. Das steht dafür. Was war das denn jetzt nochmal? Ich kann die Metapher immer noch nicht definieren, Alter. Ich auch nicht. Ich kann die auch eigentlich gar nicht mal so krass herausfinden. Ich glaube, Metapher war ein Sprichwort. Ich weiß auch gerade gar nicht, was bildlich heißt. Ich weiß nicht, was förmlich heißt. Ich weiß nicht, was buchstäblich heißt. Nee, wir hatten so Stilmittel und so. Ja, genau, das war das. Lautmalerei und so. Das konnte ich immer gut. War ja auch wahrscheinlich Pupikram. Ja, war es auch. Aber das konnte ich immer sehr gut. Da warst du immer dabei. Ja. Wow. Jo. Wir nehmen uns mal eben diese Pflanze hier. Stecken die hart in den Boden. Und nochmal. Und nochmal. Was? Da. Und da hinten. Ja. Da. Ah. Boah, das gibt's ja nicht. Da. Boah, krass, da auch. Da auch. Scheiße. Da auch. Ja. Oh. Ja. Uns will jemand dabei stören. Ich hab einen mega großen Penis. Okay. Das war generell eine sehr komische Konversation. So, jetzt wollen wir erstmal das Eisenerz schmelzen. Jetzt haben wir nämlich wieder ein bisschen was. Aber nicht lange, weil ich brauche das ja. Und du brauchst ihn ja auch. Ja. Weil der Eisen ist echt krass. Du bist ganz schön ach, schon gut. Was bin ich? Schwach? Nee, ein YouTuber. Okay, cool. Ja, das stimmt sogar. Cool, danke. Jetzt fühle ich mich geehrt. Ja, ja. Ja, ja. Ich mich nicht. Sie war 16, ich war 12. Sie war schwanger. Ich war der Vater. Nicht. Das hat mir zu bedenken gegeben. Ich fragte sie, ist sie eine Betrügerin? Sie sagte, nein. Was hat mich das nicht gewundert? Ich habe Albträume. Du Arme. Amen. Ja, Amen. So, ich komme mit Lore. Kannst du das sehnlichst auf jemanden zu warten? Wo kam diese Werbung nochmal? Blutkrebs. Echt? Ah, stimmt, oder, stimmt, ja, oder, ja. Ja, irgendwie so Spenderorgan oder so eine Scheiße. Alpha und ohne Backup? Ich will keine Backups machen. Nein. Ich habe sowieso schon keinen Speicher. Hui! Und wir fahren und geben Gas. Wir sliden um die Ecke. Nee, wir fahren. Also so mit Lore und so. Voll mit krassen Soundeffekten. Jetzt muss ich aussteigen. Nein, sie fährt weiter. Egal, ich habe noch eine zweite. Da kommt dir gleich eine Lore entgegen. Auf der rechten Spur. Na, ich bin gar nicht mehr drin. Ich bin in einem Haus. Okay. Da ist gleich irgendwo eine Lore. Ganz am Ende. Ja, so weit kommt sie ja gar nicht. Vielleicht bis zum ersten Drittel oder so. Kommt sie gar nicht. Ja, okay. Dann halt da.
So, gut. Setzen wir uns mal hier auf den Stuhl und erzählen von interessanten Geschichten aus der Kindheit. Hast du gerade so ungefähr passende Musik? Ja, war wahrscheinlich harten Dubstep. Und ich rede so, da waren so ein Mädchen. Mädchen? Waren die hübsch? Wie gesagt, war sie hübsch? Nein, die war potthässlich. Okay. Nein, was ich sagen wollte, wie gesagt, ich war 12, nee, was, doch, ich war 12, sie war 16 und wir hatten Sex. Und eines Tages kam sie zu mir, ey, gib mir mal Post, sagt der Junge, scheiße, das war so episch. Ja, du kennst das wahrscheinlich gar nicht, wenn du Hund. Doch. Nee, da kennst du nicht, ne? Was ich sagen wollte, ich ging einmal zur Postbank, um meinen alten Kumpel, ich will ja keine Namen nennen, also vertusche ich die jetzt so ein bisschen. Jetzt kommt sie da. Um meinen alten Kumpel, der fürchterlich an Autismus Maximus leidet. Ah, scheiße, Raskal Postbank. Wow, jetzt bin ich hier. Wow. Noch nicht. Was für ein Level bist du? 29. Ach so, cool. War das so ein ach so cool, interessiert mich nicht? Nee, so ein überraschendes ach so cool. Weil ich habe heute noch eine Minecraft-Folge gesehen oder so gestern oder so. Da warst du Level 9 und ich 25. Und dann ist mir wieder eingefallen, da hatte ich gerade den Gedanken, entweder du hast voll hart gecheatet oder die Folge ist 5 Monate alt. Nee, ich habe voll hart gecheatet. Ja, Mann. Da fange ich gerade erst die Feuerwehrwache an, ne? Ja, genau. Das da haben wir gerade den Platz ausgewählt. Kopfhörer drin? Ja. Wieso, was willst du machen? Wie, was will ich machen? Nein, ich dachte, ich hätte mich wieder selbst gehört. Achso, okay. Ich dachte, du willst jetzt irgendwas machen, sodass meine Eltern das einfach nicht hören. Bisher kam deine Mutter noch nicht rein? Nee, nicht einmal. Krass, ne? Das ist der Wahnsinn, ey. Ich dachte, du willst Dalai Lama sagen. Lol. Was? Wer ist dieser Wichser nochmal? Pascal. Irgend so ein wichtiger Typ. Menschenrechtsaktivist oder so eine Scheiße. Ja, irgendwie sowas. Wahrscheinlich irgend so ein Papst oder so. In irgend so einer Moschee. Papst. Eigentlich nur diesen einen Papst? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt nur diesen einen Papst. So, Minecraft. Wenn hier gleich irgendwo ein Loch mit Lava ist, dann flieg ich da voll rein. Das ist nicht gut. Und das nur mal zu sagen. Es wäre super, wenn du die Schienen auch irgendwann zu Ende bauen könntest. Und nicht nur hier so stückweise immer so Beschleunigungsschienen setzen würdest. Ja, ich hab dir gesagt, ich bin gerade dabei, welche zu machen. Okay. Nee, weißt du, ich streich jetzt einfach so. Okay, du streichst. Was streichst du denn in dein Zimmer? Ich streike. Okay, ich hab verstanden, streichen. Also, ich streich. Ja, ich weiß. Ich bin anstrengend wieder, ne? Boah, Junge, ich brauche hier so viele Treppen einfach nur dafür, ne? So viele? Ja, ich habe jetzt locker schon 20 Stacks oder so verbraten. Jetzt bin ich an dieser Kieswand hier angekommen.
Okay, damit ist die, soll ich sagen, die Saison der, oder die Zeit der Flachwitze fängt somit wieder an. Du hast jetzt gerade damit angefangen. Wow. Und jetzt darf ich wieder welche raushauen. Was war denn der Flachwitz? Deiner gerade. Mit was? Mit der Kieswand? Wann hast du denn über der Kieswand geredet? Jetzt gerade. Als du meinte, jetzt bin ich an der Kieswand angekommen und dann meinst du, okay, damit ist jetzt die Zeit für... Nee, gerade dein, wo du streichst, verstanden hast. Ach so, und ich habe Streike gesagt. Und was streichst du denn? Deine Hose? Wo Hose ist? Nee, dein Zimmer, meine ich. Ach so, genau. Ja. Ich bin zu Gedanken gekommen, wo du keine Beschleunigungsschienen mehr hattest. Jo. Weil irgendwann sind die ja auch rausgegangen. Dick. Diese ganzen Rohstoffe hier aus der Wand hast du rausgenommen? Ah ne, hast du nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Nerv nicht. Ich will essen. Was? Essen. Mann. Das sind überall Löcher im Boden, da flieg ich die ganze Zeit rein. Le Loch, okay. Le Loch. Ja, aber nicht auf diese Homo-Weise. Nein! Wow. Hier gibt's... Was? Was in Hugo so? Ich, oder? Nee, hier gibt's ein echt... Keine Ahnung, zwei Schritte, zwei Steine oder so, wo es halt ein bisschen dunkler ist, ne? Was steht da? Ein Creeper. Ich lauf voll rein, er explodiert, die ganze Wand ist weg. Guter Witz, ne? Nee. Das war bitterer Ernst. Bitter? Ja, bitter, so wie Limonade oder so, die bitter ist. Oder Kakao, der bitter ist. Was? So, oh, krass. 64. Krass. Oh, Diamanten. Seit wann sind hier unten Diamanten, Leute? Ich hab voll Diamanten übersehen. Wir sind schon ganz schön tief. Ja, aber hier unten sind Diamanten. Hier sind wir locker schon 30 Mal hergelaufen. Und wir haben keinen Diamanten gefunden. Wow. Ein Diamant. Du willst mich verarschen, ne? Junge. Ein Diamant, alles klar. Wow. Okay, ich habe einen Diamanten. So, Antriebsschienen brauche ich jetzt auch noch. Bedeutet, Gold muss ich schmelzen. So, ich brauche ungefähr so 40 Stacks oder so Treppen für eine Bahn, ja. Ich bin jetzt hier... Was war der Wahnsinn? ...am anderen Ende der Welt angekommen. Was? Und habe jetzt kein Holz mehr. Das war der Wahnsinn. Ja, finde ich auch. Mein Nacken tut langsam weh. Es regnet übrigens. Draußen oder hier... Ich glaube, die Folge kam immer noch nicht, wo ich einmal im Stehen moderiert habe. Das ist schon sau lange her und die kam immer noch nicht. Ist der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Ja, ne? Nein, hast du gerade Klaus gesagt? Ja. Klaus, ne? Das ist so Klaus, Alter. Junge, ist das Klaus. Oh Mann, das war so random, stell dir vor. Boah, das wäre... Wow. Ja. Klaus. Finde ich auch noch lustig. Witzig. Weil es so stumpf ist. Stumpf ist Trump. Dump ist Trump. Aber Donald eine komplette Cola. Eine komplette Cola-Flasche. Ohne Kohlensäure. Was mache ich damit? Trinken? Nein, wegschütten.